Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe die Hoffnung ja noch nicht aufgegeben, Herr Kraus, dass wir doch noch zusammenfinden. Deshalb debattieren wir ja hier im Landtag und deshalb haben wir ja auch einen Änderungsantrag gestellt. Es wäre also sehr einfach, die Brücke zu bauen, indem Sie einfach unserem Änderungsantrag zustimmen und schon wären wir dabei, gar keine Frage. Aber ich will es auch noch mal, ich will es auch noch mal verbal unterstreichen. Wir stimmen der Initiative natürlich selbstverständlich zu. Der Antrag hat viele positive Zeichen nach vorne. Er erweitert das Spektrum. Er unterstreicht einen wichtigen Aspekt europäischer Verständigung und europäischer Bestrebungen. Er steht im Geiste auch der europapolitischen großen Einigkeit bis auf einen kleineren Teil des Parlaments hier im Landtag Nordrhein-Westfalen, gar keine Frage. Und natürlich sind auch Aspekte enthalten, die neue Blicke eröffnen auf zukünftige europäische Anstrengungen. Ich glaube, dass beispielsweise eine europäische Ausbildungsgarantie ein deutliches Signal für Jugendliche in Arbeitslosigkeit in Spanien, Frankreich, in Griechenland wäre, auch Europa für sich neu zu entdecken. Also insofern machen Sie einen großen Anlauf, da ist noch mehr Potenzial drin und dem stimmen wir auch voll und ganz zu. Aber klar ist auch, und das habe ich im Ausschuss schon unterstrichen, das, was Sie jetzt vorgelegt haben, atmet ein Paradoxon. Es gibt einfach keinen schwarzen Schimmel. Und man kann nicht die Internationalität von Bildung betonen und den Austausch in den Mittelpunkt stellen, den Kampf um die wichtigste Ressource, nämlich das, was wir in unseren Köpfen haben, Fachkräftemangel nur als Stichwort, man kann das nicht in den Mittelpunkt stellen und auf der anderen Seite, wenn man A sagt, nicht B sagen, nämlich dann auch die Grenzen, die sowas behindern, neu aufziehen zu wollen. Und dazu gehören eben Studiengebühren für Menschen, die bei uns studieren wollen, aber mit entsprechender Maut belastet werden. Und der Blick nach Baden-Württemberg, den Blick nach Baden-Württemberg machen wir gerne. Es gibt ja jetzt Erfahrungen aus Baden-Württemberg, nachdem das eingeführt worden ist. Gut 20% haben die Zahlen dort abgenommen, der Menschen, die aus Drittstaaten, im Übrigen auch europäischen Drittstaaten, studieren. Und da glaube ich, dass es nicht zukunftsfähig ist für einen Standort wie Nordrhein-Westfalen mit einer so dichten Hochschullandschaft und dem Kampf um die besten Köpfe, wenn wir hier erneut Grenzen aufziehen. Und deshalb ist es bedauerlich, das sage ich in Richtung sozialdemokratische Fraktion, dass Sie diesen Aspekt, den Sie ja ursprünglich in Ihrem Antrag drin haben, einfach so aufgegeben haben. Und bitte, es ist noch mal die Chance, jetzt hier zu einer Verständigung, zur Einigung zu kommen. Stimmen Sie, wenn Sie für internationale Austausche sind, wenn Sie für den Kampf um die besten Köpfe sind, stimmen Sie unserem Änderungsantrag zu, dann finden wir wieder zu der Gemeinsamkeit, die wir inhaltlich und in vielen Teilen Ihres Antrags so auch unterstreichen möchten. Wir werden uns, wenn Sie leider diese Brücke nicht beschreiten, dann enthalten. Vielen Dank.